Herzlich willkommen zurück zu Investation mit dem lieben Milo und meiner Wenigkeit. Und wir sind hier, die eine Stadt da, wo Milo gestorben ist zum Schluss, da sind wir noch ein bisschen rum, sind dann weitergefahren. Haben aber nicht viel mehr gefunden. Haben hier noch ein paar Zombies angelockt. Genau. Damit da vorne nicht mehr so viele sind. Und oh, da sind Militärzelte. Ja, das habe ich noch gerade gar nicht gesehen. Hier Richtung Tunnel mal kurz. Das Auto haben wir da vorne gelassen. Ja, das steht da hinten so. Da lassen wir auch gut stehen. Und da vorne. Gucken, was hier so alles gibt. Außer Zombies. Okay, dann nehme ich die Lady. Wie gesagt, ne? Machen wir das so, ne? Oh, mit manchmal sterben wir mit ein paar Schlägen, also die weg, da ist eine Bratpfanne drin. Glaub nicht. Ist da was drin? Ne. Baseballschläger. Vorne ist ein Butterfly-Messer. Button, die sich hier nach vielen an, ey, ist echt übel. Vorne die Geld. Was ist ein Butterfly? $32, so ein Schrott. Wow, der mich erschreckt, ey. Im Wohnwagen kannst du, glaube ich, rein. Ja. Bin auf der Seite. Aha. Hier ist mal wieder nichts. Außer Zombies. Boah, da haben wir genug von. Oh Mann, nicht schon wieder so viele auf einmal. Ich krieg da Migräne von, weißt du? Migräne. Ja, genau, jetzt blute ich wieder, leckt mich. Wieso sterbt ihr denn auch nicht? So, die ist schon mal tot. Ach, du bist so die Zelte, ne? Ja, da waren aber nur zwei. Und jetzt blute wieder, jetzt müssen wir Verbände finden. Scheiße. Na dann mal suchen. Hier ist eine, eine Honeybug da, oder wie die heißt. Ja, was? Na, hier die mit Schalldämpfer, das Maschinengewehr. Und hier ist noch ein... Was ist das? Was ist was? Ein Knifti-Ludenhut. Artems. Das ist ein Feuerhut. Ach so. Ich brauche Verbände, verdammte Scheiße. Dun, dun, dun. Lol, ist auch schon da. Ja. Stöhnen sie alle, ja, solange sie da hinten bleiben. Oh! Ich höre ihn. Oh, oh. Okay. Oh, oh. Oh Gott, der kommt. Super Zombie. Oh nein, ich wurde wieder gehittet, ich bin so am Arsch. Super Zombie. Oh, ich bin echt tot. Super Zombie. Ich bin tot. Nein! Nein! Ich schon wieder! Oh. Nein! Ich schon wieder! Nein! Ich schaff's zum Auto? Nein, ich will nicht! Der ist so schnell, der Vieh, Alter, ist so übel! Nein! Nein, er kriegt mich, nein. Ich will nicht, nein, lass mich. Ich renn doch schon. Oh. Ja, ich hab auch gerannt wieder. In voller Hitte. Er kommt nicht mehr. Ich bin beim Auto. Was kann man denn so ein Schwein haben? Aber ich hab bloß noch bis zu Knie leben. Aber bluten tust du nicht. Nee. Oh, dann hast du jetzt halb die Grenze ist da. Da kommt er nicht weiter. Ja, schön für dich. Jetzt kann ich schon wieder zu. Mit dem Auto umnieten. Oh, er hat auf seine Brust gehauen. Und schreit wie ein Irrer. Ich bin ein Mädchen. Oh Gott. Bin schon wieder Na warte, du Schwein. Jetzt hast du es erlebt. Ich bin schon wieder gestorben. Hab sowieso heute noch nicht geschossen. Von daher... Ist mir das egal. Wie oft soll ich denn noch in meinem Leben sterben? Wow. Einmal im Kopf. Jetzt kriegst du alles, was ich habe, kriegst du jetzt drin, du Schwein. So, hier, hab eine Gruppeneinladung für dich.
Hui. Hui. Wir werden so sterben, weil ich nichts sehen kann. Da sind so viele Zombies, da komme ich nicht an mein Zeug dran. Mann, ey, ist der Dicke immer noch bei dir? Ja, den beschieße ich gerade, im Kopf immer. Jeder Schuss geht es in den Kopf rein, so die erste Waffe ist leer. Mach mich schlapp, wenn du den killst, ey. Was ich noch so habe. Nehmen wir mal die Krüger. Krüger ist ein Betrüger, das habe ich gewusst. Ja. Oh, bin ich gestorben. Ist er einen Anfall gehabt? Ja, hört man gleich, Krüger. Das zwickt ihn wahrscheinlich. Oh, ich sehe das Mündungsfeuer, sehe ich. So, Krüger war auch alle. Was ist, nehmen wir als nächstes? Magnum Revolver. Die ist laut. Ja. So, mein Lieber. What the fuck, die hat einen Sound. Oh. Na, wie schmeckt dir das? Oh, die ist auch schon wieder leer. Ich schieße jetzt hier alles leer. Was geht? Mal sehen, wie viel ich noch Mossberg habe. Ich glaube, fällt halt dir. Ich muss jetzt unbedingt versuchen, zu meiner Leiche zu kommen. Ein bisschen näher gehe ich mal ran. Ich hoffe mal nicht, dass er so den 5 Meter Arm hat. So, die ist auch leer. Hast du nichts mehr, wa? Ja, das war's, ne? Scheiße. Kannst du zu mir kommen und mich unterstützen, wenn du jetzt runterkommst, damit, wenn du in Zombies kommst, dass ich mein Zeug da looten kann? Ich hab zwar noch die Honey, aber. Würde ich lieber aufheben. Ich esse mal noch die Dose Nudeln, vielleicht hilft das ja ein bisschen. Wir waren doch beim letzten Zelt irgendwo, ne? Ach, mit der Honey kann ich gar nicht. Stirbst du endlich mal? Da oben bin ich gestorben. Ich weiß nämlich nicht, wo ich drauf gegangen bin. Danke, du musst zu mir kommen. Warte, das hört man gar nicht. Ich sehe nur den Mündungsfeuer. Ja, die ist mit Schalldämpfer. Nee, der stirbt nicht. Die Sau. Ich glaube, ich kann den aber nicht mit Schwert. Kommst du mal irgendwie außen rum zu mir gelaufen? Nee, dann kommt er gleich zu mir gerannt. Ja, aber mein Zeug, ich weiß nicht, wo ich gestorben bin. Ich könnte mit Auto kommen. Ja, dann lockst du ja alles an. Den umnieten, die Sau. Waren wir beim letzten Zelt? Ja, von deiner Dings, war das letzte Zelt da, wo du warst. Oh, ich würde den jetzt so gern mit Auto umnieten. Darf ich? Ich muss mal rausfinden, wie ich damit fahre. Oh Mann, ich hau die ganze Zeit auf einen Zombie mit Fäusten ein. Boah, jetzt stirb doch, du Knüppeltante, ey. Kann doch nicht angehen. Hat die falsche Taste. Ich raste jetzt voll im Superzombie rein, ja. War mein Auto. Mir egal. Und? Wo bin ich gestorben? Alter, wie eine Wand! Wie eine Wand! Ja, fahr da hinten schön rum, du lockst alle Zombies dahin. Als wenn ich gegen eine Wand gefahren wäre. Alter Schwede. So ein, habt ihr das gesehen, Leute? Wo bin ich gestorben, verdammt doch mal? Der war wie eine Wand. Hier bin ich gestorben. Ja, hier ist mitten in der Rutsche. Komm mal her, du Schwein. Verfehlt. Ich wollte ihn eigentlich nochmal mitreißen.
Ah, jetzt ist er da hinten. Sehr schön. Danke, ich weiß nicht, wo ich gestorben bin. Ich habe keine Ahnung. Alter! Oh, es wird hell, Gott sei Dank. Aber ich weiß nicht, wie lange das Zeug gewesen bleibt. Teil. Ich krieg den nicht, ey. Ich hab den schon dreimal angefahren jetzt. Ja, wir waren doch fast am Ende, oder nicht? Er kommt. Ja. Ich bin doch irgendwo außerhalb gestorben. Nur wo? Naja, ich blute auch schon. Also bluten nicht, aber es blinkt unten. Na ich da, finde, bei die, nee, bei die weiter vorne die Zelte. Hier weiter vorne sind noch Zelte. Bei dir oder was? Ja, ja, hier weiter zu mir. Da sind noch grüne Zelte hier auf der einen Seite. Ich muss aber den Superzombie ein bisschen weiter weglocken. Dann. Sicher war ich so weit vorne schon. Komm noch, komm noch. Da ist mein Zeug, leck mich am Arsch. Oh, er haut sie auf der Brust. Oh Gott, ich dachte, er kommt zu mir gelaufen, Alter. Ich hab gerade voll die Schiss in die Hose gekriegt, Alter. Der Schwede. Wo ist er da? Ich denke mal, das Auto geht gleich kaputt. Oh, ich hab, komm hier nicht hergelaufen, komm hier auch nicht her, ich stehe hier doch. Ich habe erwischt mit Kotflügel. Er fährt hier extra so lang, wo ich gerade schön mich am Aussammeln bin. Ist der Superzentrum? Der rennt jetzt da unten. Ein Stück zurück. Oder? Ja, der steht da unten jetzt. Ich glaube, jetzt kann ich das Auto verlassen. Ich glaube, jetzt können wir hier. Der ist da unten. Siehst du? Da unten beim Baum. Mit ein paar Anhängern. Ey, ich habe den so oft gerammt. Und meine ganze Munition in den reingepumpt vorher. Was hält der aus? Das ist unnormal, sag ich ja. Wo soll ich jetzt hinkommen? Nach oben? Ja, zum Auto. Ich habe dir eine Gruppeneinladung geschickt, ne? Das weißt du. Ach ja. Du bist ja, schätze ich mal, durch den Tunnel jetzt gegangen, ne? Nee, bin ich nicht gewesen. Ich habe ja nichts gesehen. Ach so, okay, Nachtsichtgerät, stimmt. Ja, das habe ich jetzt erst. Aber jetzt ist hell. Fuck, großer Zombie, Alter. Da hinten ist er im Wald, da, mit seiner Anhänger. Ein paar noch, viele konnte ich überfahren. Aber der selber ist, als wenn du gegen die Wand fährst. Kommt er wieder her? Glaub nicht. Ja, Auto hat natürlich ein bisschen Schaden genommen, ne? Bisschen oder guten? Ja, ich denke mal guten. Aber fahren tut's noch. Und das qualmt noch nicht, siehst du ja. Ja, da würde ich sagen, ja, für so einen Superzombie, da muss man eindeutig Massen an Munition haben. Und es ist gut zu wissen, dass er auch nur bis zu so einer. Ich blute übrigens im Boden voll. Ich sterbe bestimmt auch trotzdem, gleich. Blutest du so auch noch? Ja, nein, nee, das Zeichenbluten ist nicht an. Nee, dann du blutest nur auf dem Boden voll, weil du schon so viel Leben verloren hast. Okay, dann fahren wir jetzt zurück. Mann, wir kommen da gar nicht rüber, oder? Doch, da hinten drin. Ja, gut zu wissen, dass so ein Superzombie eben auch eine unsichtbare Wand hat, wo er nicht weiter kann. Dann kann man den ganz bequem, da muss man aber wirklich Massen an Munition mit haben. Der hat ja jetzt durchs Auto, muss er ja auch Schaden genommen haben. Weißt du? Alter, der hat mich geschlagen. Ja, ja, die hauen. Wie können die das denn? Ich habe doch extra ausgewichen. Ja, bei mir hat es so ausgesehen, der hat mit der Hand so das Auto getroffen. Boah, ist hier Nebel? Ja, es ist der Morgen.
Ach so. Ah ja, mach ich doch mal aus. Sieht doch viel schöner aus. Waren wir hier schon? Ja. Ach, das ist die Stadt, wo der große Rucksack da in der Mitte liegt. Den kannst du aber einfach überfahren, wenn sie vor dir sind. Ist besser, als wenn sie ins Auto reinhauen. Wenn man das schaffen würde. Die sind wie eine Wand. Oh Gott, ich bin gleich tot. Ich bin tot. Ich bin voll aufs Auto rausgeledert. Oh, die rennen die alle hinterher. Oh, hier ist wieder eine Wand. Alter Schwede. Oh, das Auto qualmt. Steig aus, steig aus. Ja, ja, ich muss aber noch wegfahren. Das fliegt bestimmt gleich in die Luft. Ach nee, das qualmt jetzt gar nicht mehr. Oder qualmt es bei dir noch? Doch, das qualmt übelst. Alter, und da kommen bestimmt an die, naja, boah, 20. Boah, guckt euch das mal an, Leute. Alter Schwede. Oh, mein Zeug liegt hier. Ich will's wieder haben. Ja. Alter, guckt euch mal die Zombie-Horde an. Alter, die sind voll heftig. Kannst du die mal umgehen und wow, die... Wow, das Auto ist in die Luft geflogen. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Das brennt volle Kanne. Kannst du mal die Zombies... Die sind schon so gut wie alle weg. Nee, die Alter, hier, jetzt. Die bei meinem Zeug noch sind. Da ist noch ein oder zwei. Ja, ja, da gehe ich gleich hin. Ich will mir noch das Auto angucken. Da rutscht es runter. Es ist explodiert. Total in Einzelteile. Es war eine schöne Zeit mit dir, Auto. Du hast uns so weit gebracht. Wir sind jetzt am Arsch der Welt gekommen. Ja, na, die kleinen Zombies, die kannst du schon. Nur wenn du zu langsam fährst. Ne? Das ich war zu langsam. Die waren wie eine Wand. Ja, ja. Ich bin da mit Vollspeed. Bin ich mit Vollspeed auf den Superzombie und der war wie eine Wand. Die kleinen Zombies sind dann, habe ich getötet dadurch, aber nicht den. Guckt euch an, da sind sie alle, die gefräßigen. Das Auto ist weg. Ihr könnt es noch essen, aber es ist verbrannte Scheiße. Alter. Dann sind wir doch voll in so ein Gefängnis da reingefahren, kann man schon was sagen. Ja, was für ein schweißtreibender Part wieder. Oh. Naja, wenigstens bin ich jetzt umgestorben. War ja abzusehen. Ich hatte ja bloß noch die Schuhsohlen, ne? Ja, das schon. So. Okay, alle tot, die in der Nähe waren. So, ich bin. Ach, ich bin hier auf der anderen Seite. Okay, ich muss erstmal. Da bist du. Ja, du hast es gar nicht so weit. Da bin ich auch letztens gespawnt. So weit habe ich es nicht, stimmt. Bewache dein. Boah, what the fuck. Jetzt müssen wir alle erstmal wieder ein bisschen runterkommen. Ja. Ja, wenn wir nicht immer so nah spawnen würden, dann hätten wir immer Probleme. Das stimmt. Dun, 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 dun. Uns noch mal die Zombie-Horden hinten an, die backen ein bisschen rum, aber sie sind noch ganz gemütlich. Auto, das müsste irgendwo da hinten kaputt sein, das sieht man da. Ist er schon. Ja, ne, du hast doch den Teddy-Rucksack hier. Ja, aber hier hatte ich auch einen, dann kann ich den gleich hier wechseln schnell. Schick mal eine Grumm-Einladung inzwischen. Den. Wer, du? Ja, du an mir. Schon getan. Mach ich doch immer. So. Big Mama S oder was auch immer. Einfach Big Mama hätte auch gereicht. So. Ja, ganz welcome, wichtig. Welcome back. Das Nachtsichtgerät, ganz wichtig. Oh Mann, wir haben kein Auto mehr. Was größten Teil hast du das zerstört mit gegen den Riesenzombie? Ach nee, okay, war das ja bloß ein Teddybär-Rucksack hier, ne? Eine leere Flasche? Also ich da gerade drauf geworfen, hab mich ausgeleert. Nee, so, lass uns mal hier jetzt nochmal abgucken, weil hier ist kein Zombie mehr. Ja, lass mich alle mal weg. Hier kurz nochmal in die... Ja genau, geh du da hin, ich guck hier hinten alles ab. Aufhalle. Weil hier ist kein Zombie mehr, sind alle weg. Sind alle da hinten hingelaufen, wie geil ist das denn? Wenn die ganze Stadt für uns alleine. Ja, besser, aber die spawnen ja auch, ne? Ah ne, solange sie leben, spawnen ja keine. Willst du noch ein Fernglas haben hier hinten, weil Polizeiautos ein Fernglas?
Ja, jetzt stellen die eine leere Dose mitten in den Dings rein. Und einen Dosenthunfisch. Ja, der ist gut. Dankeschön. Ich habe nichts gesagt. Dosenthunfisch, da habe ich auch selten, echt. Ja. Weißt du, jetzt müssen wir wieder alles laufen, ey. So Kacke. Ja, ne? Oh, und Energy Drink, der ist alles auffüllt. Oh, der ist gut. Der hat vorhin ja mein ganzes Trinken aufgefüllt. Ja, ich glaube, ich habe wieder eine leere 1 Liter Wasserflasche. Ja. Oh, mehr ist hier nicht. Hey. Lass mich hier raus, Leute, hier ist mein Grabstein. Hier bin ich letztes Mal gestorben. Ja, siehst du, ich habe meinen wenigstens mitten auf der Straße. Ja, ich habe meinen schon versteckt hinten in den Dings reingesetzt. Ja, da in der Bar, der Grabstein, der war übrigens auch von Milo. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Da habe ich ihn niedergestreckt, weil... Ja, weil er mir eine gegeben hat. Kaum noch Leben hatte. Boah! Was? Leck mich ab. Hier im LKW? Damit. Ach nee, da hinten irgendwo klopft einer. Boah, sind das. Alter, ich wäre gerade fast wieder hops gegangen. Echt? Wieso? Sind das Zombies? Der Zombie stand ganz an der Wand. Ich ging durch die Tür und hat mir voll wieder eine von der Seite gegeben. Der hat gar nicht gesehen. Alter. Na gut, ich habe noch bis zu den Händen. Das ist noch alles ein. Ey, die mit ihrem Schlagring, ey. Kleine Kaufhalle, nichts. Ja, da war ich ja drin. Ja, hätte ja sein können, dass schon wieder was gespawnt ist. Aber leider nichts. Einen Schnitt müssen wir auch schon wieder machen. Einen Schnitt müssen wir wieder machen. Welche Stadt wäre denn als nächstes dran? Da müssen wir da hinten, wo die. Ja, wo ich gespawnt bin, da in die Richtung, ne? Ja, dann würde die Trailerpark, würde dann glaube ich. Der Trailerpark ja, würde Trailerpark. Dann kommen. Da sind glaube ich keine Zombies und da sind. Das dann ist glaube ich. Das, und dann könnten wir zur nächsten Safe Zone laufen. Wo die ganzen Wohnwagen stehen. Dann würde die nächste Safe Zone kommen, wieder zum Sachen abladen. Hm. Leere Dose. Bauarbeiterhelm. Aber hier ist noch ein Schokoriegel. Okay. Das ist Schießpulver und Lumpen. Nee, 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 nee. Aha, aha. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Was? Oh mein Gott, oh mein Gott, warum tust du sowas? Ich? Ich doch nicht. Wenn der dir jetzt Geld gibt, ne, dann... Nein, nein. So, dann lass uns die Kirche gehen, dann machen wir einen Schnitt. Ja, mal eine Runde beten. Vielleicht hilft's ja. Die Dose ist verschwunden, die hier in der Mitte stand. War eine leere. Ja, das ist klar. So, machen wir. Oh, hier haben sie hier fett Matratzen und hier fett Videorekorder mit Fernseher. Ja, deswegen machen wir ja hier auch einen Schnitt, damit wir uns hier gemütlich jetzt erstmal hinsetzen können, weißt du? Zombie-Firma am besten gucken, ne? Ja, passend, genau. Passend zu der Umwelt. Wir sind live im Fernsehen. Entschuldigung. Okay, dann sagen wir mal tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Investation. Und es geht aufregend weiter. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, hinterlasst Kommentare und Likes. Wir würden uns sehr freuen darüber und sagen tschüss. Tschüss.